Partei wird unfucking fassbare 160 Jahre alt. Nicht ihr habt Geburtstag und auch bei mir sind es noch ein paar Wochen hin. Aber jemand anders hat bald, am 23. Mai, Geburtstag. Nämlich die beste Partei der Welt, die SPD. Unsere SPD wird unfucking fassbare 160 Jahre alt. Und das ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern das ist aus meiner Sicht auch ein Grund für 16 Gründe, für 16 Jahrzehnte, warum ihr in die SPD eintreten solltet. Los geht's. Freiheit bedeutet, wenn die SPD bestimmt, was sie sich in den Körper zu spritzen haben. Wer sich dem Impfangebot verweigert, verletzt sogar das moralische Gebot des kategorischen Imperativs im Sinne von Immanuel Kant. Eine solche Verweigerung könnte nie die Maxime des Handels für uns alle sein. Missbrauch staatlicher Stellen zum Kampf gegen die Opposition. Ja, ich glaube, eine Besonderheit im Rechtsextremismus ist aktuell, dass die Debatte durch die sogenannte neue Rechte, die intellektuelle Rechte, die sich vordergründig von der Gewalt distanziert, sehr angefacht wird, sehr befeuert wird. Und dazu trägt sicherlich auch bei, dass Teile der extremen Rechten inzwischen auch im Deutschen Bundestag sitzen. Die heutige SPD hat mit 160 Jahren Erfahrung für Freiheit längst gebrochen. Gerechtigkeit heißt für die SPD, Menschen in der Politik reich zu machen, die nichts gelernt haben, und denjenigen, die etwas gelernt haben, das Geld dafür wegzunehmen. Servus, ich bin der Sebastian, bin 30 Jahre alt und bin von Beruf Bäckermeister im elterlichen Betrieb. Moin, hier ist Kevin und auch heute soll es nochmal ums Thema Entlastungspakete der Bundesregierung gehen. Ihr wisst, wir haben euch dazu schon ein paar Mal kontaktiert und es ist uns auch wirklich extrem wichtig. Solidarität. Siehe Gerechtigkeit. Und 160 Jahre Erfahrung im erfolgreichen Kampf gegen rechts. Finanzierung von Frühsexualisierung von Kindern mit ihrem Geld. Denn die einzigen Kritiker davon... sind natürlich rechts. Das sind übrigens Bilder vom G20-Gipfel 2017 in Hamburg. Bilanz, Millionenschäden und hunderte verletzte Polizisten. 58 und Antifa, selbstverständlich. Mit diesem Tweet polarisiert Saskia Esken gerade im Netz. Echte Gleichstellung heißt bei der SPD, das Natürliche mit dem Irren gleichzumachen. Kampf gegen jede Diskriminierung. Mädchen und junge Frauen im Stich zu lassen. Wir befinden uns hier in einem Park, mitten im Herzen der Münchner Innenstadt, der seinem traurigen Ruf immer wieder alle Ehre macht. Unter Einheimischen ist er auch bekannt als der Vergewaltigungspark. Eine junge Frau wird auf dem Nachhauseweg auf einer Parkbank vergewaltigt. Der Täter, ein somalischer Flüchtling. Wenige Monate vorher wird ein 12-jähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule in den Park gelockt und sexuell missbraucht. Und uns Einheimische gleich mit. Das Pflegeheim, ja, haben Sie es gehört? Die sind für ein paar Menschen hier, aber die mussten alle ausziehen. Über 100 alte Leute und es sind Flüchtlinge eingezogen. Finden Sie das gut? Nein. Und wer das kritisiert, diskriminiert angeblich. Internationale Solidarität meint tatsächlich immer höhere Steuern und die Ausbeutung des eigenen Volkes für andere. Ausbeutung des eigenen Volkes einfach mal anders ausgedrückt. Und eine Politik, die den Wert der Arbeit in den Mittelpunkt rückt. Wert der Arbeit von unqualifizierten islamischen Sprechpuppen. Da haben wir die internationale Koalition, die Amerikaner und weitere Staaten. Das darf man übrigens sagen, gerichtlich bestätigt. Klimaschutz vorantreiben, der wirklich sozial gerecht ist. Und deutsche Milliarden für eben solche Zwecke für Indien. Themen vor deiner Haustür anpacken. Ist erübrigt sich jeder weitere Kommentar. Anstatt nur von der Seite zugucken zu müssen. Einer von 400.000 Parteifreundinnen und Parteifreunden zu sein, die du noch nicht kennst. Offensichtlich muss man sich beeilen. Mit denen du aber jetzt schon die Werte teilst. Und natürlich den Kanzler duzen. Die zeigen uns einen Vogel. Ohne dabei schräg angeguckt zu werden. In der SPD kannst du mit anderen zusammen Zukunftsvisionen entwickeln und aus ihnen Wirklichkeit werden lassen. Deutschland und Europa arm, unsicher und rückständig machen.
Ich bin mal eingetreten, um Jugendbeteiligung voranzutreiben, darf heute als Abgeordneter das Wahlrecht im Bundestag absenken. Wie großartig ist das dann? Aber in der SPD kannst du auch für mehr Respekt in der Gesellschaft kämpfen. Dafür, dass der Mindestlohn für Millionen Menschen besseren Lohn bedeutet. Ich finde es auch nicht richtig, dass man da immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich verstehe das nicht. Was haben denn die Leute eigentlich für Sorgen und Nöte? Mit der SPD verteidigst du die Demokratie gegen ihre Feinde, die versuchen, diese Demokratie zu bekämpfen und abzuschaffen. Mit einer linksextremen Innenministerin, die in kommunistischen Blättern schreibt. Sozial und Demokrat passt heutzutage leider zu den allerwenigsten SPDlern. Aber es war Nancy. Sie hat gesagt, man kann schon seine Meinung kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. Ja. Das ja, ist alles. Sie können zu Hause sitzen bleiben. Loriot. Genau. Sie können zu Hause sitzen bleiben, sich aufs Sofa hinsetzen, ja, genau. So eine Schüssel mit Salzstangen nebenbei und eine Flasche Bier oder gleich ein Fässchen Bier. Und dann halten Sie ein Schild in die Höhe, bin dagegen. Und zu guter Letzt, in der SPD kannst du sicher sein, auf der richtigen Seite der Geschichte zu kämpfen. Seit 160 Jahren mussten wir unseren Namen nicht ändern, weil wir immer dort standen, wo man zu stehen hat, nämlich auf der Seite des Menschenrechts. Da bu şartim güvvededir. Ve eğer bu şartime Ermenistan hükümeti amel ederse... Meine Damen und Herren, ich begrüße heute sehr herzlich den Staatspräsidenten Aserbaidschans hier zu Berlin, hier in Berlin zu Besuch. Wir hatten gerade einen sehr intensiven und guten Austausch darüber, wie wir unsere bilaterale Zusammenarbeit vertiefen werden. Auch heute gehen die Kämpfe weiter. Aserbaidschan zeigt diese Bilder seiner Armee. Baku, glitzernde Hauptstadt Aserbaidschans am Kaspischen Meer. Austragungsort der Fußball-EM. Im politischen Zentrum der Macht der Autokrat Ilham Aliyev. In seinem Land werden Menschenrechte buchstäblich mit Füßen getreten. Das ist eine klare Diktatur. Menschenrechte für die SPD heißt, sie müssen für den Import ihres zukünftigen Vergewaltigers und gegebenenfalls auch Mörders stimmen. Die letzten 160 Jahre waren nur möglich wegen unserer Mitglieder. Die SPD hat große Verdienste um unser Land und um die Demokratie. Sie war mal die Partei der kleinen Leute im absolut positiven Sinn. Aber das ist leider längst nicht mehr so. Sie hatte auch mal große Persönlichkeiten. Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden. Macht das Tor auf! Macht Schluss mit der widernatürlichen Spaltung! Die SPD von damals hat mit der SPD von heute nichts mehr zu tun. Abitur, keine Bundeswehr, keine Handwerkslehre. Zwei Studiengänge angefangen, kein Mal abgeschlossen. Er ist bestimmt kein schlechter Kerl, aber immer nur in seiner Politikblase groß geworden. Entsprechend nichtssagend geschmeidig sind die Aussagen, die wir von ihm hören dürfen. Seien Sie ehrlich, würden Sie diesem pausierenden Studenten Ihr Meerschweinchen anvertrauen? Gute Nacht, gute alte Tante SPD. Dich gibt's nicht mehr.